Buongiorno und herzlich willkommen in Minus Cucina. Wenn ihr sehen wollt, wie ich diese zarten Schweinebäckchen hier gemacht habe, dann bleibt doch einfach dran. Moin, buongiorno, da ist er wieder. Ja, Leute, so schnell ist eine Woche rum. Freunde, es ist immer noch nicht Frühling hier draußen. Es ist immer noch frisch. Deswegen dachte ich mir, bevor es jetzt bald losgeht und die Dopfzeit erstmal zu Ende ist, oder die Schmorgerichtzeit, machen wir uns heute mal ein richtig geiles Schmorgericht. Wir machen uns heute Schweinebäckchen aus dem Dutch auf meinem Grill. Schweinebäckchen sind bei mir in der Region wirklich nicht einfach zu kriegen. Ich habe endlich mal welche bekommen. Deswegen machen wir das Gericht heute. Da kommen wir mal direkt zu den Zutaten. Wir haben hier, wie gesagt, unsere schönen Schweinebäckchen. Die sind richtig schön fest, so wie sie sein müssen. Dann haben wir ein bisschen Sellerie, Porree, Möhren, eine Knoblauchzehe. Hier haben wir noch eine Zwiebel liegen. Zum Anbraten nehmen wir ein bisschen Schweineschmalz, frisch gemahlenen bunten Pfeffer, etwas Tafelsalz. Und zum Gewürzen nehmen wir heute das Schmorgedöns von der Spicebude und von David vom Biganox Barbecue. Link findet ihr bei mir unten in der Videobeschreibung. Alle Rezeptangaben sowieso in der Videobeschreibung. Hier haben wir noch 500 ml Rotwein und 800 ml Gemüsefond. Das war's mit dem Labern. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Das Schöne an den Schweinebäckchen ist, man muss nicht viel machen. Ne? Hier ein bisschen Fett ab. Ne? Schaut euch die einmal kurz rumherum an. Ne? Ich stehe nicht so auf dieses Ganze, wenn der Fett so ein bisschen runterhängt. Deswegen schneide ich mir das ab. Ne? Ihr könnt es auch dran lassen. Aber so ein bisschen wenigstens mache ich mir runter. Ja, die haben wir jetzt alle einmal kurz nachgeguckt. Geben wir hier erstmal hier einfach auf meinen Teller wieder zurück. Ruhig schön was drüber geben. Wie gesagt, Link zur Spicebude findet ihr bei mir unten in der Videobeschreibung, wie alle weiteren Rezeptangaben. So, das haben wir schön gewürzt, das geht zur Seite. Jetzt widmen wir uns unserem Gemüse. Also ich bin kein Freund davon, das Gemüse hinterher in der Soße zu lassen. Deswegen schneide ich das auch gar nicht fein runter. Ich lasse es eigentlich ziemlich grob. So kriege ich es feiner, gleich einfacher aus dem Topf raus, um meine Soße hinterher zu machen. Ja. Ja. Einfach so in diesen Stücken lassen. Wenn ihr es natürlich mitschmoren wollt und das auch dann verwenden wollt nachher, dann schneidet es euch schön klein. Ich bin da kein Freund von daher lasse ich es so, wie es ist. Ja, wir machen uns einen ganz klassischen Soßenansatz. Zwiebel rein, den Porree ein bisschen sauber machen und auch den einfach nur so runterschneiden. Im Sellerie. Leute, nicht so laut, meine Frau hasst Sellerie, die ist aber noch nicht da. Dann nehmen wir nicht so viele Stangen, weil, wie gesagt, meine Frau hasst Sellerie, aber für den Geschmack muss er halt einfach rein, das ist nun mal so, ne? So, das war's mit den Vorbereitungen. Ich würde sagen, wir gehen heute direkt an den Grill, wir machen hier nichts auf meinem Herd. Sobald der Topf ein bisschen Temperatur hat, geben wir unseren Schmalz da rein. Und lösen den richtig schön auf. Wenn das Schmalz richtig schön verlaufen ist, nehmen wir uns unsere Schweinebäckchen und braten die uns schön scharf rundherum an. Ja, die Gewürze, die hier auf dem Teller sind, ruhig mit freigeben. Ja, das gibt Power, das gibt Geschmack. So, die drehen wir jetzt einmal. Freunde, wisst ihr, was ich vergessen habe? Tomatenmark. Hier kommt natürlich auch Tomatenmark rein. Das holen wir jetzt gleich noch. So, Freunde, wir haben schöne Röstaromen unten am Topf. Die sind schön angebraten. Die geben wir erstmal raus und kümmern uns jetzt um unsere Soße. Dafür nehmen wir einfach das komplette Gemüse, das wir gerade bearbeitet haben, und geben das hier rein. Tomatenmark kommt nachher. Ne, das schmoren wir auch schön hier mit ein.
Das Gemüse ist schön angeschmort. Jetzt kommt unser Tomatenmark ins Spiel, den wir gerade vergessen haben. Ja, ruhig einen Schluck rein. Einmal mit anbraten. Warum mit anbraten, Kamerafrau? Damit die Bitterstoffe rausgehen. So sieht's aus. Damit die Bitterstoffe rausgehen. Gut aufgepasst. Das ist nicht die erste Soße, die wir zusammen machen hier. Ne? Übrigens, jetzt sollte meine Töchterchen mal wieder hinter der Kamera. Ne? Hat mich in letzter Zeit ein bisschen in den Stich gelassen, aber die hat auch viel zu tun mit Job und Studium und so weiter und so fort. Von daher sei es dir verziehen. Löschen wir jetzt mit unserem Rotwein ab. Immer nur Schluck für Schluck, damit wir das richtig schön reduzieren können und eine richtig schöne Farbe und Soße bekommen. Ihr seht hier, ne, so ein bisschen Gelee-artige Masse. Ja, seht ihr das hier? Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Dann wird es wieder Zeit abzuschütten. Und wieder das gleiche Spiel nochmal. Freunde, wir haben einmal noch abgelöscht, eben wo die Kamera aus war. Jetzt machen wir es das allerletzte Mal. Jetzt haben wir hier ungefähr noch 100 ml Wein drin. So, Freunde, das lassen wir jetzt nicht mehr so ganz einreduzieren, weil wir wollen ja schön Soße bekommen. Ja, wir nehmen uns jetzt unsere Schweinebäckchen wieder. Die geben wir hier einfach wieder mit bei. Dann löschen wir das alles mit 800 ml Gemüsefond aus. Wir geben wirklich nur minimal an Salz dran. Dadurch, dass das Gewürz von der Spicebude ja schon auch gesalzen ist, der Fond gesalzen ist und so weiter und so fort. Lieber am Ende ein bisschen abschmecken, sonst wird es zu salzig. Und etwas von meinem frisch gemahlenen bunten Pfeffer muss sein. Geht gar nicht anders. Ohne diesen Pfeffer kann ich zurzeit nicht leben. Ich muss mal eine Therapie machen, glaube ich. Wie gesagt, ihr seht hier, es fängt langsam an zu köcheln. So, Freunde, es köchelt. Wir machen hier aus. Deckel drauf. Und ab in den Grill damit. Wie gesagt, indirekt linke und rechter Brenner an. 200 Grad brauchen wir ungefähr. Ich würde sagen, wir sehen uns in 2 Stunden wieder. Bis gleich. So, Freunde, 2 Stunden sind rum. Wir gucken hier mal runter. Hier draußen, ne, ist ein Geruch, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Leider gibt es noch kein Geruchsfernsehen. Schaut mal da. Schaut euch mal die geile Soße an, die Farbe. Ich würde jetzt mal sagen, dass ich mir meine Zange nehme. Oh, alles klar, die können runter. Bin sowas von fertig. Wir nehmen jetzt die Schweinebäckchen. Deswegen liegt die Schale schon hier. Und geben die hier rein. Damit sie halt warm bleiben. Dann kümmern wir uns um unsere Soße. Ziehe ich mir meinen Handschuh an. Nimm das hier alles raus. Ihr kommt mal am besten nach vorne zu mir an den Herd. Geben unsere Soße einmal durch den Sieb, weil ich will ja das Gemüse nicht haben. Und reduzieren sie uns dann. Mit Butter natürlich. So, Freunde, das Gemüse drücken wir uns einmal noch aus. Damit wir auch da alles schön von bekommen. Ne? Freunde, auch jetzt hier, ne, bleibt euch überlassen, reduziert ihr das noch ein bisschen, lasst es so flüssig, ne? Das ist ja Geschmack, ne? Das ist geschmacksabhängig, wie ihr das möchtet. Das lassen wir jetzt einmal aufkochen und dann gibt es ein bisschen Butter dabei. Freunde, es kocht, wir geben jetzt eine Flocke Butter dazu. Und reduzieren uns das richtig schön ein. Freunde, schaut euch das mal an. Wir sehen uns gleich vorne zum Probieren des Fleisches wieder. Ich bin wirklich mal gespannt. So, Freunde, hier sind unsere guten Dinger. Ich habe hier mal Besteck. Ich meine, wir brauchen keins. Wir gucken es mal mit den Händen. Oh yeah. Freunde, schaut euch das an. Ist das geil. Schaut euch das mal an. Boah, die Soße dabei. Auf euer Wohl. Mmh. Man braucht überhaupt nicht kauen, ne? Das Fleisch geht auf die Zunge und dann ist es schon wieder weg. Mmh. Freunde, das ist ein Genuss. Am Ende des Videos bleibt mir wie immer nur zu sagen, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich mega darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Schreibt mal rein. Schweinebäckchen. Bei uns schwer zu kriegen. Wie ist es bei euch? Ja? Freunde, das ist wieder so eine Geschichte Omas alten Rezepte. Ne? Gehört komplett dazu. Ne?
das Fleisch, das zergeht auf der Zunge, die Gewürze, die da dran sind, hier gerade die von der Spicebude und so. Genau richtig für so ein Gericht. Ja, ich will jetzt auch nicht lange rumlabern, weil sonst wird es mir hier kalt. Hier unten könnt ihr kostenlos meinen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Hier oben lasse ich euch mal meine Rinderbäckchen, Ochsenbäckchen da. Ja, das hier ziehe ich mir jetzt rein hinter der Kamera und drinnen warten die jungen Mäuler. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao.